Das ist doch dramatisch. Ich habe ja jetzt in Nordrhein-Westfalen eine erste Kultur, das ist im Netz natürlich auch gestreut, nicht nur Berlin, das ist vom selben, ad hoc. Stefan Schneider und Ludwig Haug sind ja meine Kollegen bei der Reihe. Die schwirren ja auch rum, also wenn wir die noch, wenn Sie die auch noch erwischen wollen, dann. Oh, das gibt es auch, das ist aber ein Rad. Ach so. Ne? Die haben ja jetzt ihre Dependance eröffnet. Ingo Tomi. Dein Ernst. Und du? Ich gehe jetzt mal noch raus, spazieren. Ja. Eine halbe Stunde sind wir eh wieder dran. Ach so, okay. Ja. Alles klar. Hey, ja. Premiere haben. Und dann werden die so 11-mal disponiert. Das macht jedes Stadttheater ein bisschen anders. Bei Uraufführungen ist das schon viel, wenn das über die 11 hinauskommt. Und dann guckt man mal, dann setzt man das so zwei, drei Mal im Monat an. Und ist aber bei anderen Veranstaltungen auch so, also bei den großen Stücken Einsamen Menschen, das läuft jetzt auch nicht öfter als zwei, drei Mal im Monat. Die Kollegin da, die hatte das dahingehend dargestellt, das wäre nicht so angekommen. Puppen? Ach, nö, das sehe ich gar nicht so. Das ist 14 Mal jetzt gelaufen und bis auf zweimal, wo es halb voll war, war es immer ausverkauft und das ist ziemlich toll. Also ich persönlich freue mich da sehr. Und wie gesagt, da hätte er auch schon nach 10, 11 Mal abgespielt sein können. Und jetzt... ja, ich war ja auch drin. Also ich war schon sehr von angetan. Schön. Ja. Auch hier diese Kombination, ja, dieses musikalische Moment, dass sie das dann noch kombinieren. Komm. Ja. Hallo. Ich bin ja auch auf der Liste. Ich hole eben noch aus der Probühne. Ja. Weil, also was mir da aufgefallen ist, dass sie da doch hier Musik und das Schauspielerische, dass sie das eben sehr, sehr, sehr toll aufeinander abstimmen und ausbalancieren. Ja, ja, ich habe ja das Stück, den Text gab es ja schon. Und ich arbeite ja auch verschieden, manchmal entwickelt sich das Stück noch weiter während der Proben. Diesmal habe ich mich aber entschieden, dass dieser Text Torso eigentlich so bleiben soll, in diesem fragmentarischen. Und dass ich das ergänzen will eigentlich mit anderen Mitteln. Und mit Stefan Schneider hatte ich in Hamburg und Berlin schon gearbeitet, mit Hauschka schon in Frankfurt. Wusste auch um deren Fähigkeiten und wir hatten auch uns natürlich dann schon in anderen Arbeiten kennengelernt und das war mir da sehr ein großes Anliegen, dass sie sozusagen mit ihrer Sprache eigentlich den Text weiterschreiben und dass man das auch nicht so zu so einem, wie soll man sagen, zu so einem Gesamtkunstwerk Spektakel vereinigt, also innerhalb der Szenen dann wird ja auch oft gemacht, kann ja auch toll sein, ne? Leute wie Christoph Schling, sie verstehen sich ja unheimlich toll auf Synchronizität und Gleichzeitigkeit der Ereignisse und Multimedialität. Aber hier habe ich mich eigentlich entschlossen, das so auf nacheinander, ne? Also trennscharf eigentlich die Elemente sozusagen autonom nebeneinander bestehen zu lassen. Und auch Stefan Schneider sozusagen, der hat ja da, seine eigene Sprache, mit der er dann diese Topografie eigentlich am Ende vornimmt. Ne? Und die Figuren tauchen dann in der Düsseldorfer am Düsseldorfer Stadtrand sozusagen wieder auf, Antonioni-artig, klein, in großem Panorama. Und das fand ich eigentlich sehr toll, dass das sozusagen da so ein Nachleben hat und auch eine Konkretion natürlich dadurch, dass man so eine Außenwelt dann in diese, im Anschluss an diese doch sehr surreale und aus den Fugen geratene Welt noch erfährt. Ja, haben Sie den Eindruck, da ist was aus den Fugen geraten? Ja. Ich hatte auf jeden Fall beim Schreiben den Eindruck, dass mich der Schwindel
der die Figuren da ergreift, interessiert. Und auch das Entwurzeltsein, die Sinnlosigkeit einer Welt, die sozusagen keine Stabilität mehr bietet, deren Referenzen, die jahrzehntelang gültig waren oder zuverlässig waren, schwinden. Und gibt ja da noch sozusagen den einen Fleischer, der sozusagen noch sowas wie Kontinuität und auch Hierarchie und auch Strenge und auch so eine Art alte Form von Arbeit repräsentiert. Mhm. Hier stehe ich hinterm Tresen, hier stehst du, bist Kunde. Mhm. So funktioniert der Warentausch. Mhm. Und er ist ja der Letzte, der da sozusagen entwurzelt wird eigentlich. Mhm. Während die anderen schon sehr frei flottierend um diese Fleischerei kreisen und eigentlich auf die Auflösung warten. Mhm. Und das ist eigentlich so ein Szenario des Ost in Fugen, einer Welt, die aus den Fugen geraten ist oder die im Auflösen begriffen ist, oder vielleicht sogar so ein anarchistisches Arrangement, wo Hierarchien abgebaut werden, wo am Ende sozusagen alle auf Augenhöhe sich begegnen, wie das in dieser Schlange dann. Schön, ja. Die Körper, die Dinge stehen neben den Menschen, die Musiker stehen neben den Schauspielern und dann öffnet sich die Tür in was Neues. Ne? Wobei das Neue ist dann das, was Stefan Schneider beschreibt, ist ja das Alte oder das, was zumindest da ist. Ne? Also wir fangen ja nicht von Null an. Diesen Auflösungsprozess, den sehen Sie jetzt auch nicht unbedingt negativ. Ne? Ich meine, das ist eben, da haben wir uns viel darüber unterhalten, da gibt es auch verschiedene Lesarten. Als ich das Stück geschrieben habe, hatte ich schon eine sehr düstere Stimmung, möchte ich sagen. Wobei das auch so für sich selber, Lebensabschnitt. Für mich selber auch. Ich hatte pfeifisches Drüsenfieber. Wenn man älter ist, dann hat man das ja oft monatelang. Mhm. Und da war ich so gelähmt. Ja? Gleichzeitig platzte die Immobilienblase. Mhm. Und man merkte, dass die Lähmung auch gesellschaftlich Fuß fasst oder überhand nimmt, und schleppte mich dann zum Gesundbrunnencenter, bezeichnender Name in Berlin. Mhm. Wedding habe ich da gewohnt und habe diese Lähmung sozusagen, ich habe das Gefühl, natürlich halte ich meine Brille auf, meine vom pfeifischen Drüsenfieber induzierte Brille, mit der ich die Welt damals angesehen habe, aber habt ihr das Gefühl gehabt, dass auch die Welt das Gleiche zurückspiegelt?